So, muss noch mal kurz eine kleine Pause machen, aber jetzt geht's wieder weiter. Genau, Schattentempel. Dann, 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 dann. So, genau. Gut. Das ist so krass, ich habe das ja früher so viel gespielt und die ganzen Lieder sind mir immer noch im Kopf geblieben. Größtenteils. Ich musste die quasi nur einmal sehen nochmal und zack, direkt wieder im Gehirn. Aber Namen, die ich vor 5 Minuten gelernt habe, die kann ich mir nicht merken. Ja. Super. Es ist so warm, ne? 30 Grad ist, Klar, über 30 Grad sollte man nicht meckern, weil es gibt Länder, wo so 40 Grad, knapp 50 Grad, ne? Aber ich bin echt nicht für Wärme gemacht. Wirklich nicht. So, das ist der Eingang zum Schattentempel. Und wir müssen dazu die ganzen Fackeln anzünden. Und das mache ich natürlich mit meinem schönen Feuerinferno. Zack. Wunderbar. So, das Feuerinferno brauche ich jetzt gerade nicht. Das kann ich jetzt einmal kurz hier dahin packen. So. Ich wollte gerade sagen Feuertempel, wegen dem Feuer. Schattentempel. Let's go. Hier brauche ich die Melodie. Die Ukraine brauche ich später. Egal. Ich werde trotzdem erstmal mein Auge hier reinpacken. So. Hier ist auch die gleiche Melodie wie vom Brunnen. So. Die Schatten werden sich nur dem offenbaren, der die Augen der Wahrheit besitzt. Es heißt, man könne sie in Kakariko finden. Okay, also ich könnte tatsächlich auch hier schon reinkommen. Und rein theoretisch? Ne, ich glaube, den Boss könnte ich nicht machen. So, genau. So, hier sehen wir schon, diese Köpfe, die verschwinden. Und nur bei einem ist es. Das heißt, das wäre der richtige Weg. Aber hier geht's auch nochmal rein. Was habe ich? Genau, ich habe das Bigoron-Schwert ausgerüstet. Muss ich daran denken, dass ich mich nicht schilden kann. So, da guckt mich direkt was an. Jenem mit dem Auge der Wahrheit wird sich manches offenbaren, was noch von Dunkelheit umgeben. So, jetzt ist hier so ein kleines Rondell ist es ja. Und es fällt schon auf, ne? Manche Augen leuchten. Der Schattentempel. Hier ruhen Hyrules blutige Zeugnisse von großer Gier und blindem Hass. Ah ja. Weißt du Bescheid, ne? Oha. So, mit dem Biggeron-Schwert sind es nur zwei Attacken. Okay. Ach da. Ah ja, okay. Sehr gut. Ah, sogar eine Truhe. Wunderbar. Sogar eine große Truhe. Wow. Okay, das war ein bisschen zu euphorisch. Aber ich habe mich trotzdem gefreut. Finde ich jetzt schon die Karte? Ich weiß es nicht mehr. Tatsache. Die Labyrinthkarte. So. Einmal zurück. Der Schattentempel. Ja, wieso sagst du das immer? So, aber hier ist ja auch nochmal. Nee. Das ist einfach nur eine Finte. Oh. So. Da geht's noch einmal rein. Okay, da geht's nicht rein. Alles klar. So, und wer ist hier? Natürlich Monsieur von und zu Hirnsaugen. Lol. Aber mit dem Biggeron-Schwert sollte das kein Thema sein.
So, ich muss mich fallen lassen, ne? Ja. Fangen lassen, nicht fallen lassen. Da, da. Achso. Oh, hinter mir. Das ist nicht so gut. So, das war's schon. Biggeron-Schwert ruhlt. So. Und eins kann ich euch verraten, hier ist nicht der Kompass drin. Es sind die Gleitstiefel. Mit diesen seltsamen Schuhen schwebst du über den Boden. Du kannst damit für kurze Zeit sogar Abgründe überqueren. Habe Mut und vertraue den Stiefeln. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Aber ich glaube, hier war keine Truhe mehr, ne? Genau. Genau, das sind jetzt quasi das dritte Paar Schuhe insgesamt. Mit denen komme ich jetzt ganz easy durch den Tempel. Wenn ich natürlich wieder nichts übersehe, ne? Das ist immer die Voraussetzung, nichts übersehen. Aber ich glaube, mit dem Kompass sollte das alles kein Thema sein. So, erstmal kurz gucken. Das war der hier, genau. Also muss ich den zweimal verschieben. So, wichtig ist, ich darf nicht absetzen. Ich muss quasi einmal hier, den ersten muss ich einmal durchschieben. Weil wenn ich jetzt auf dem falschen stehen bleibe, dann verschwindet einfach der Boden und ich falle in den Tod. So. So, und jetzt kann ich hier quasi mit meinen schönen Gleitstiefelchen. Zack. Mit denen bin ich extrem. Oh, Batterieleistung lässt nach. Das ist jetzt doof. Das ist jetzt doof. Dann muss ich mal kurz ein Kabel holen. Kleinen Moment. Na, Kabel ist da. So, Kabel ist... So, ist angeschlossen. Jetzt kann es weitergehen. Genau, ich bin jetzt super, ne? Rutschig unterwegs. Aber, zack, ich kann jetzt so ein bisschen gleiten. Und größere Abstände sind dadurch kein Problem mehr. Und hier brauche ich die zum Glück nicht so oft wie jetzt zum Beispiel ich brauche die hier nicht so häufig wie zum Beispiel beim Wassertempel. So, Bomben. Das Ding kann ich mit Bomben wegmachen. Zack. Zwei. Okay. Waren anscheinend wirklich zwei. So. Da geht's immer weiter und hier geht's immer weiter. Ich weiß tatsächlich gar nicht mehr, was der richtige Weg ist. Ich gehe jetzt mal hier rein. Ah ja, genau, das war richtig. Gut. Und hier ist es wieder, diese silbernen Dinger sammeln. So, einmal. Oh. So. So, und ich kann hier, glaube ich, hoch, ne? Nee. Ich konnte da irgendwie hoch, oder nicht? Ah ja, da hinten. So, reicht das aus?
Na? Ne, das reicht nicht aus. Dann muss ich einmal hier... Einmal hier hin. Aua. Ich laufe auch noch rein. Oh, hier geht's runter. Cool. Aber, ich komme hier nicht weiter. Schade. Ja, man hört schon die Spinne. Aber die, an die komme ich gerade noch nicht ran. So, und von hier aus komme ich dann, dahin. Immer noch nicht. Jetzt sind die, Dinger wieder gespawnt. Das ist frech. Na gut. Dann hole ich die nochmal. Aua. Du-du-du-du-du. Hey, wo ist denn noch einer? Ach, da hinten. Den habe ich ja komplett vergessen. So. Was war denn nochmal hier drin? War hier einfach nur ein Schlüssel drin? Tatsache. Okay. Ne? So. Okay, dann war das auf jeden Fall schon mal richtig. So, das ist jetzt natürlich neu gespawnt. So. So, und das Ding kann ich ja auch einmal mit der Bombe beseitigen. Genau. Ich gehe erstmal hier hin. Ich glaube, geradeaus ist der richtige Weg. Ah ja. Das ist jetzt blöd. Tatsächlich. Hä? Ah. So. Sehr gut. Das war tatsächlich etwas knapp. Oh, da müsste jetzt der Kompass drin sein. Das finde ich gut. Dann habe ich ja alles. Jetzt geht es eigentlich nur darum, den Boss-Schlüssel zu finden und den Boss. Grob gesagt. Dun, 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 der Kompass. Oh yeah. Kurz mal auf die Karte gucken. Damit ich wirklich nichts übersehen habe. Genau, das sind halt ganz viele Truhen. Der ist auch recht riesig, der Tempel. Aber in den Bereichen, wo ich jetzt schon war, habe ich nichts übersehen. So. So. Die sind hier recht tückisch. Hier ist noch einer. So, weg mit dir. Oh Gott. Okay, mit der habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, es wären nur zwei. Verdammt. So. So, hier ist noch einer. Von den Sensen sollte man sich am besten Fall natürlich nicht treffen lassen. Das wäre, ich sag jetzt mal, ungünstig. So. Achte auf die Schatten der Kreaturen, die an der Decke. Ja, jetzt sind hier wieder diese Kreaturen an der Decke. War ein bisschen blöd. So. Ah, ihr habt's schon gehört. Und die sind echt nicht so geil. So. Aha, wer wartet denn hier auf mich? So, der hat aber keine Chance gegen mich. So. So, mit dem Auge der Wahrheit kann man hier sehen. Aha. Hier sind solche großen Dinger.
Also bei dem Tempel sollte man auf jeden Fall nicht für eine längere Zeit auf einem Fleck bleiben. Und das könnte ungünstig werden, den Schatten an der Decke. Sehr ungünstig. Okay, was war hier? Ach ja. Okay, hier brauche ich auf jeden Fall einmal den Bogen. So. So. Ihr hört schon, da ist wieder so ein Ding. Hm. So. So. Jetzt muss ich mal kurz überlegen. Aua. Genau in diesem Moment war natürlich jetzt das Ding da. So. Okay, ich musste einfach alle besiegen. Okay, das war das. So. Und ein neues Skulltula. So, und auf dem Kompass, auf der Karte sieht man schon, hier ist noch eine Truhe. Die ist nämlich direkt daneben. Und dafür ist dann das Auge der Wahrheit. Um die ganzen Sachen zu finden. Was? Kein Schlüssel? Das ist absolut frech. Na gut, dann gab es hier tatsächlich nichts außer eine Skulptur, ne? Schade. Sehr, sehr schade. Na gut, dann geht es jetzt einfach ganz normal weiter. So, der spawnt hier neu. Aber der hat ja keine Chance gegen mich. So. So, einmal hier rüber. Ups, oder? Und dann einmal hier rüber. So, und zwar, ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Ich glaube, das war der richtige Weg. So, Nummer 1. Aua. So, Nummer 3. Ah, ich muss den sogar erledigen. Okay. Weil unter ihm ist nämlich auch nochmal ein Ruby. Oh. Oh, das war ja schlecht. Ah, guck mal, der hat nur, ja, ich gehe noch in meine Bombe rein. Oh Mann, das ist schlecht. Ja. Unter ihm war nämlich ein silberner Rubin. Nur der die Augen der Wahrheit besitzt, wird Schutz vor den tödlichen Stacheln finden. So. Ach, Quatsch. So. Hier ist ein Block. Versteckt. So, von den Dingern sollte ich mich natürlich auch nicht treffen lassen. Ist ja wohl klar. Aber mit dem Block kann ich die easy aufhalten. So, zack. Und das Schöne ist, ich kann beide gleichzeitig dafür, ich kann beide gleichzeitig blockieren. Jetzt sind beide gleichzeitig blockiert. Ah, jetzt habe ich schon wieder eine Bombe geworfen. Ah, schrecklich. So. So, ich kann jetzt einmal hier rein. Und da ist jetzt diese Spinne, die ich gehört hatte vorhin. So. Hier ist noch eine Truhe. So, zwei Truhen sind hier noch drin. So, Pfeile. So, hier war nichts weiter. Jetzt geht's hier nach... Nee, ging's nicht nach oben? Achso, ja, genau. Jetzt muss ich das hier, hier hinziehen. Genau, so war das. Ich erinnere mich. Und ich müsste dann quasi darauf klettern können, ne? War doch so.
So. Hinauf, genau. Zack. Und hier hinten. So. Ich könnte auch diesen Sprung riskieren. Ich kann aber auch einfach hier rauf gehen. Auf die Dinger. Und dann hier hin. Und hier ist dann nämlich noch eine Truhe. Steckt. Eigentlich müsste hier eine Truhe sein. Ach, die war hier unten, ne? War die hier unten noch drin? Nee. Hä? Ach so. Ja, ich habe den Schalter da übersehen. Hier ist noch ein Schalter. Ah, okay. Jetzt macht's Sinn. So, hier ist auch nochmal eine Truhe, die nehme ich auch mit. Okay. Der Rubin ist jetzt nicht so wichtig. So, jetzt kann ich hier hoch. Und mir die Kiste snacken. Da-da-da-da. Und das war's hier. Hier sind auch keine Truhen mehr drin. Also geht's hier einmal raus. So, und jetzt kann ich dann einmal da lang. So. Oh Gott. So. Let's go weiter. Ach ja, jetzt haben wir die hier wieder. Ach, wisst ihr einfach was? Ich mach mal kurz den hier. Ist, glaube ich, am einfachsten. So. Oh. Ah, ich habe vergessen, dass dann Dornen auf dem Boden sind. Natürlich schade. Aua. So. So. Nein. Ah. War das da? Oder war es da? Ah, passt. So, ganz kurz, einfach zur Sicherheit, betäube ich die nochmal. So, komm, ab. Was? Ah, Moment. Nee. Hm. Wie kann ich denn an den ran? Nee, Moment, das macht keinen Sinn. Nein. Nein. So, okay, perfekt. Aua, ja. Aua. So, ich möchte ja da auch nochmal, ich möchte da ja auch nochmal hin, da oben. Ah ja, das ist so, okay. Oder muss ich die besiegen? Weil hier ist ja noch eine Kiste drin, die sehe ich aber so nicht gerade. Oh, gruselig. Der läuft auf mich zu. Ah nee, das ist noch eine andere Tour. Dings. Ich habe die andere Tür gar nicht gesehen. Ich dachte, es wäre hier nur eine. Ein Eingang. Okay. Never mind. So, was war das jetzt hier? Ach ja. So, hier waren Fledermäuse. Das heißt, einmal den hier. So.
So, da ist eine Skulptur, die nehme ich gleich mit. Muss ich dran denken. Aua. Wie sie mich schon anguckt. So, und jetzt kann ich hier einmal eine Bombe, ja, reinschmeißen, genau. Ich muss besser zielen. So. Aha. Kabooms. Und da fliegt ein Schlüssel. Da-da-da-da. So, jetzt nehme ich die hier noch mit. Und, achso, ich muss die Fledermäuse erledigen. Einmal, zweimal. Damit ich hier rauskomme. Judy. So. Und das war hier oben. So. Weiter geht's. Okay, was war hier? Okay, das ist jetzt hier spannend. Der Ventilator. Der hindert mich daran, hier weiterzulaufen. Ich könnte halt entweder abwarten. Oder ich könnte einfach dann auch meine Metallstiefel nochmal anziehen. Oh, ich bin so doof. So, okay, nee. Jetzt beginnt er mit dem Blasen. Das heißt, ich ziehe sich jetzt meine Stiefelchen an. Das heißt, ich bleibe hier auf meiner Stelle. Kann mich natürlich nicht mehr so gut bewegen, aber ich werde nicht mehr weggefegt. So, hier kann ich mich an diesen Holz einfach ran dingsen. Zack. Und runter. So, hier muss ich auch einfach nur durchkommen. Das Ding schießt Feuer auf mich. Ist jetzt aber nicht so spannend. Ich muss einfach nur hier durchkommen. Beziehungsweise, ich sehe gerade, da geht es einmal lang. Und hier. Das heißt, hier ziehe ich einmal die Gleitstiefel an. Jetzt muss ich. So, hat gereicht. Perfekt, jetzt bin ich nämlich hier angelangt. Ich weiß nicht mehr, was hier ist, aber, oh. Mach einfach den hier. Bams! So. Ich liebe dieses Bigeron-Schwert. Einfach geil. Einfach awesome. Oh Gott. Erstmal ducken. So, blauer Rubin. Ist aber nicht schlimm, weil hier hinten ist ja noch eine andere Truhe, wie man anhand der Karte erkennen kann. Ach, Quatsch. Die Steuerung, ne? So wollte ich das machen. So. Genau, da ist sie. Die wollen einen hier verarschen. So, und damit kann ich jetzt einmal hier hin. Ah ja, genau, jetzt bin ich hier, genau. Das ist jetzt mehr oder weniger die Abkürzung zum Start. Ach, ja, mal diese großen, schweren Blöcke, Link, ne? So, hier ich noch eine Skulptur. Ach, das war die, die ich vorhin gehört habe. Okay. Ich erinnere mich. Muss ich mir das nochmal angucken, kurz. Nachdem Link die schwere Arbeit getan hat. So.
Irgendwas ist doch da. Ja, aber hier ist nichts. Komisch. Ich gucke mir das mal von hier oben an. Hallo, ich will doch nur... Achso. Ah, okay. Man kann hier eine Vogelscheuche irgendwie anheuern, wenn man das so sagen möchte. Und mit der hätte ich jetzt da hingekonnt. Habe ich aber nicht. Ist schon okay. Mein Ziel war ja eh nicht, alles zu sammeln. So. Triforce-Zeichen bedeutet, Zeldas Wiegenlied zu spielen.